So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. Hier ist wieder Nerosud und wir sind jetzt überraschenderweise noch bei der Orwell-Plantage. Ich gedacht hätte, dass wir woanders auftauchen sollten. Aber gut, dann ist das so. Wir mal nach. Ja. Ich habe jetzt erstmal versprochen, dass wir das bei Fort Atlas machen. Dann gucken wir erstmal da wieder hin. Erstmal diese nächste Quest anzunehmen. Und Rick Rickert. Ja, eingeschaltet. Guten Abend. Die Waffe brauchen wir hier jetzt nicht ziehen. Noch Radwürmer, was machen die denn? Die erleidet mehr Strahlungsschaden. Ah, okay. Es wird jetzt natürlich ein bisschen. Ich muss Max von meiner letzten Patrouille erzählen. Das wird ihm gefallen. Fehlt ein bisschen natürlich jetzt die Rüstung, die Radioaktivität auch wieder zurückmacht. Gucken wir mal mitnehmen. Was sagt denn eigentlich das Gewicht? Das Gewicht hat gesagt, geht so. So, was sagt sie? Hallo, Glückwunsch zum offiziellen Beitritt zur Bruderschaft. Es tut mir leid, dass keine offizielle Zeremonie möglich ist. Aber wie ich schon sagte, es gibt im Moment Wichtigeres. Ich habe erfahren, dass eine unabhängige Siedlung unsere Hilfe braucht. Eine Gruppe Blutadler erpresst die Bewohner und nimmt ihnen die Vorräte weg. Das Oberhaupt der Siedlung, Jenny Brown, hat weitere Informationen. Du findest sie in einem Lager aus Baumhäusern, das sie die Zuflucht nennen. Leckert, wo da schon mal waren. Die schaut doch nicht wirklich einen an. Verstanden. Ich hoffe, du wirst die Bruderschaft auf deiner ersten Mission würdig vertreten. Jeder Tag im Dienst der Bruderschaft ist ein Schritt nach vorne. Ja, sprich mit Jenny Brown. Das heißt, es ist schon da, wo wir hin sollen. Die Frage ist, wo ist das? Was haben wir hier eigentlich noch? Dich zur Whitespring-Zuflucht. Ja, da müssen wir auch noch mehr machen. Beckett, Endereichweite. Das Ödland ist die Hölle. Bleib wachsam. Bringt uns vielleicht Ansehen bei den Und Leuten was wir ein. Wieder machen können, ist. Die Ältesten können uns viel beibringen. Atomshop, wenn die nützlichen Sachen gucken. Kostenloses Reparaturkit, da sind wir mit. Rustikale Helvetica-Zuflucht, das ist nochmal was anderes. Rakete. Wurzellager. Ketchup, Season 6 und 7. Schmutzige Sachen. Der Stahl. Ja, wenn man so richtig Fan ist, glaube ich, da kann man hier sich gut ausleben. Bodenständiger Komfort. Sieht auch echt nett aus. Ständiges Camp-Paket. Kit. Zum selber zusammenbauen wieder was. Das sind aber zu viele Baupunkte. Dolly. White Spring Garagenverkaufpaket. Das aber auch wieder zum selber zusammenbauen.
Brunnen hätte ich gedacht, hätte man vielleicht sogar was schon bekommen. Naja, hier lassen wir uns hier nicht weiter ablenken. Finden, schützen und bewahren. Mal gemacht und dann möchte ich gerne nochmal die Karte gucken, ob die täglichen Quests, was wir heute noch so haben, das war das. Schön alles aktivieren. Wenn ich das hier so sehe, würde ich sagen, tägliche Operation. Team. Neue Rekruten, Ritterschins Ausbildung, Waffen und so eine Basis. Wir werden unsere Granate sollen wir herstellen. Schrott. Kreatur, während du in einem Team bist. Jemand hat seine Waffe schon wieder nicht ordnungsgemäß zurückgelegt. Ist da etwa ein Blutadler? Blutadler ein. Weiß nie, welche Herausforderung als nächstes. Und ansonsten natürlich vor allen Dingen Schrott. Gut, dann müssen wir mal schauen. Von Amerika befreien, um es wieder aufzubauen. Aus dem Alten schmieden wir das Neue. Wir gehen erstmal nach außen. Vielleicht in der Spendenbox noch was drin? Nee, leider nicht. Weil so viel noch zum Zerlegen. Da haben wir schon eine Challenge abgeschlossen. Das ging schnell. Wir haben noch, genau, das Scharfschützengewehr können wir zerlegen. Jetzt überlege ich nochmal. Also das sowieso. Dann haben wir ja genau die Maschinenpistole aufgebaut. Stabilisierter Kolben. Die will ich noch überlegen. Also ich meine, die macht zum Beispiel 124 Schaden, die macht nur 116. Bisschen mehr Reichweite, mehr Wertpräzision, das ist vielleicht der Vorteil. Aber ansonsten überzeugt sie mich gerade nicht so. So, jetzt können wir aber hier wieder was einfordern. Kettensägenlackierung, okay. Wieder Symbol, naja. Besucher-Teemaschine, die wäre dann nochmal, glaube ich, ganz interessant. Aber ob wir die noch schaffen. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall ordentlich wieder Platz. Es geht gerade erst los. Bleib diszipliniert. Ist klar. Ich glaube, die Story auch noch ein bisschen weiter gesponnen wird über die Seasons. Dass wir unsere Technologie bewachen. Alles ergibt nun Sinn. Das ist mein Ort. Meine Mission. Klar. Vergiss nie die Helden von Fort Defiance. Sprich mit Jenny Brown. Ach, da sind wir hin. Das ist interessant. Durch der Zuflucht könnten wir wieder hin. Das ist ein komisches Loch. Wir gehen über Berkeley Springs hin. Wollen wir direkt am Loch vorbei? Ich mache mal das mal. Irgendwann erkennt. Ich suche die Hütte nach Überlebenden. Können wir auch noch machen. Hier und dann so nach oben wieder. Ich weiß es nicht. Mal den Schlenker doch. Irgendwas von Respondern.
jetzt der nächste Teaser, ne? Die Responder. Strom ist ja auch noch. Ich würde das zumindest gerne entdecken. Thunder Mountain Umspannwerk. Oh, 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 hier sind Angler. Ich hier so kein sicheres Gefühl habe, wie stark wir sind. Das sah jetzt relativ stark aus. Ah, es war schon relativ stark. Alternativ. Das ist hier sowieso alternativ, aber. Dachte ich eher so, welche Taste war's? Hier. Aber erstmal leben. Oh, nicht nachladen, das eigentlich nicht. Wo bist du denn? Naja, haben wir uns teuer gekauft, Anglerfleisch, ein Gatling-Geschütz hätten wir dabei. Oh, nehmen wir mal mit, können wir jetzt zerlegen, denke ich. Auch mit Anglern hier zu rechnen. Wander. Jesus Sunday Solo Band. Wir waren gerade draußen beim Bunker, als die Brandbestien über Harpers Ferry herfielen. In weniger als einer Stunde war der gesamte Ort abgefackelt. Ich dachte, Brianna sei bei dem Angriff gestorben und dass JD nun wieder so wird wie früher. Aber als das nicht passierte, wurde ich misstrauisch. Als Brianna dann mit einer kleinen Gruppe Überlebender bei unserer Hütte auftauchte, wurde mir alles klar. Sie hat JD die ganze Zeit getäuscht und ihm schöne Augen gemacht, um sich und ihren Freunden Einlass in unserem Bunker zu verschaffen. Das konnte ich auf gar keinen Fall zulassen. Ich sagte ihr, sie soll sich zurück in ihre Höhle verziehen und zusehen, wie sie überlebt. Ich musste JD eins überziehen, weil er damit nicht einverstanden war. Als Briannas Leute sich dann in den Bunker drängeln wollten, habe ich sie mit ein paar Warnschüssen verscheucht. Jetzt muss ich mich um JD kümmern. Der wird vielleicht angepisst sein. Hm. Ein bisschen seltsam mit der Sonne da. Wir holen uns hier nochmal kurz aus, um den Erfahrungsbonus zu kriegen. Aber da das mit dem Licht nicht so ganz funktioniert, das ging da durch die Wände durch. Und das Leben ist voll minus der Radioaktivität. Ja, das fehlt uns ein bisschen bei den Rüstungsteilen, da müsste ich nochmal drauf achten. Vielleicht kriegen wir nochmal was Legendäres, was so das abbaut oder irgendein anderes Rüstungsteil. Jetzt sind wir ausgeruht. Wunderbar. Pfeffermühle? Ne, das schreien nicht. Nur die Pfeffermühle hat irgendwas dabei, was wir gebrauchen können. Kann ich das nicht nehmen? Die
geht es um ein Spiel. Gut, hatten wir Glück und getroffen. Ist aber komisch schnell gelaufen. Eine vierfach kurzläufige 44er Pistole. Vierfach? Ach, Magazinkapazität bis 300%. Na gut. Na gut. Ich dachte, vier Projektile hier. Haben wir doch wieder ordentlich Wasser verloren. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir doch mal sagen, hier machen wir es den Status. Nehmen wir mal ein Right Away, da können wir mal wieder trinken mal auf zwei Wasser. Wir wollen nicht direkt dorthin gehen, sondern ein bisschen weiter, nicht nach Norden, hier so hin. Ich will überlegen, ob ich nicht doch mehr standardmäßig hier die Pistole raushole. Zeltlager. Roten Fahrrad, hier liegt jemand, aber keine weiteren Informationen gerade dazu. Das ist das Loch, oder? Nee. Mal was anderes. Das ist gar kein Loch, sondern eher so einfach nur Sumpfgebiet. Und ein Teich. Hier ist es auf jeden Fall noch nicht gewesen.
natürlich auch wieder so ein komischer Riss sein. Da sind wieder die komischen Floater. Der Hit. Raus. Kritischer Schlag. Interessant, dass das so diese drei sind. Melone haben wir hier noch. Aufbereitetes Wasser. Big Maw. Was ist das, Big Maw? Irgendwie sowas wie Wasserabgrund oder so? Was haben wir? Anglerfleisch. Das machen wir. Leuchtpilzsuppe. Abgekochtes Wasser stellen wir her. Und aus der Melone könnte man Melonsaft machen. Aber wir müssen echt nach abgekochtem Wasser wieder suchen, also auch schmutziges Wasser. So. Gibt's denn hier ein Loch? Tatsache. Jemand, der hier liegt. Kommen wir auch wieder hoch. Zwei so Mottenmann, drei sogar. Statuen. Das ist immer sehr seltsam. Was ist da drinne? Es ist gefährlich dort im Wasser. Sehe ich hier irgendwo was? Sieht aus wie ein Angler. Feuerfloater, tödlicher Floater. Haben wir denn gerade noch Minen parat? Ah, eine Kryomine zum Beispiel. Da ist er. Okay. Und das Spiel stürzt ab. Da-dam. Man hat es nicht so leicht. Ne? Ob wir bei dem Ort, den wir jetzt direkt fortsetzen können. Was ist eigentlich, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall war da noch eine Kiste, die wäre ganz interessant, sich eigentlich zu holen. Jetzt ist auch wieder seltsam. So, das ist der Abgrund, da sind die wieder am Start. Ich
ein. Zwei. Drei. Die flackert halt leider immer noch so komisch. Leder haben die. Ah, das ist natürlich praktisch. Kristall finden wir hier, Öl, Kleber. Finde ich auch alles ganz gut. So, und jetzt wäre eigentlich nur die Frage, wie machen wir es mit dem? Kann sie nicht direkt anvisieren. Den aber schon. Okay. Dann alternativ. Ja, das haben wir dann noch mal auch schnell gelöst. Vielleicht warten wir mal kurz auf, bis das hier ein bisschen gelöst hat. Rakete. Granaten weiß ich noch nicht so recht. Drohnen und Bootsmänner. Ist hier unten sonst noch was? Ein Skelett noch, ja. Die anderen sind weggeflogen. Hier können wir es noch ein bisschen besser sehen. Unten ist noch ein Skelett. Ja, schön, haben wir das Parasit eingefangen. Aber dieser Bug funktioniert immer noch. Und ich schätze mal, hier sind dann irgendwelche Kultisten hergekommen und wollten die mir opfern. Weil ich gerade, ob es jetzt noch andere ist als vor dem Disconnect. Aber ich möchte mal das dann doch mal probieren mit Antibiotika haben wir noch, hat man nicht noch hier Heilmittel. Fischbürgerfilet und eine Leuchtpilzsuppe. Runtergerutscht. Ups. Okay, jetzt noch mehr in die Richtung. Und wollte ich hier auch was mit Blut hat dann gesehen. Vielleicht ist das sogar auch die Zuflucht gleich gewesen. Da oben ist hier noch so ein Atomturm. Schau ich mir auch gleich mal an. Schraubenschlüssel, Schraubenzieher. Können wir aber nichts einschalten. Zumindest für den Moment nicht.
Kampfscharfschützengewehr. Das will ich mir jetzt auch noch mal ganz kurz angucken hier. Kampfscharfschützengewehr. Hier kommt von dem Kaliber 50, hätte ich auch gerne auch mal eine höhere Stufe. Da, 45er Patron. Ja, der hat eine höhere Feuerrate. Ah, ist halt auch eine Überlegung wert. Und Lorena hat eingeschaltet. Hallo Lorena, servus. Kommst du aus Bayern? Ich nehme noch mit, oder wie viel? Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Gewehr was. Ich denke, vielleicht wenn es modularer ist, wenn man mehr damit variiert, vielleicht. Mit dem. Keine Ahnung. So sehen wir aus. Oh, das ist wirklich eine kleine Siedlung da unten. Mal gucken, was das soll, dass ich hier runterkomme. Hier haben wir noch so eine kleine Hütte. Leihvorkommen. Nichts, aber Explosionen. Sind denn Spieler in der Nähe? Wirklich? Sieht auch seltsam aus, wie so ein Tusch Beine, Leben noch ein Typ. Der passt wie so ein Köder aus. Ja, Köder für was? Hm. Nee, das muss jetzt nicht sein, oder? Wie viel Schaden kriegst du? Wenig. Oh, jetzt kommen sie. Habt ihr mir? Autsch, autsch, autsch. Die Zuflucht. Hier wird mitgebracht. Ich mag den Nebel nicht. Selbst bei Dunst sieht man schlechter. Ja, aber da haben uns die Siedler jetzt gut geholfen. Kennst du schon Miss Jenny? Sie ist für unsere kleine Familie verantwortlich. Hey, bei so einem Wetter muss man wachsam sein. Alles klar. Ja, wir wollten ja mit ihr auch sprechen, aber... In Georgia.
Aber die Luftfeuchtigkeit ist heftig. Scheint oben zu sein. Ich frage mich, was heute alle machen. Ein kleiner Meierlord, Königinangriff. Abwehren, das war heute auf der Tagesordnung. Man kann nicht immer perfekt erhaltene Kuchen finden. Ich mag den Nebel nicht. Selbst bei Dunst sieht man schlechter. Ah, so ein bisschen was Gemütliches haben Baumhäuser dann ja doch. Brauchen wir Geländer an diesen Brücken hier? Wie geht's so? Könnten wir es direkt kochen, wo wir gefunden haben? Es ist schön, alle in der Nähe zu haben. Wenn auch auf unterschiedlichen Höhen. Tolle Aussicht hier oben. Aber die Mücken stören. Ich mag den Nebel nicht. Selbst bei Dunst sieht man schlechter. Wir sind schön vorbeigelaufen. Können wir trotzdem mal hier an den Häuser gucken. Sprengstoffkiste. Datei. Öffnen wir mal. Ich sollte mal mit Jim fahren. Weiter links, so. Erstmal Granaten, Baseball nehmen wir auch noch mit. Vera Matthews. So eine kleine Badenische. Jenny hat uns zusammengebracht und nichts bringt uns auseinander. Okay. Es ist gut, er ist alles ein großer Fan. Und der Jenny. Wohl auch im wahrsten Sinne des Wortes. Hier aus. Hallöchen. Was kann ich für dich tun? Ich bin Kammerjäger und wegen des Raider-Problems hier. Oh, ich hatte gehofft, das ohne Gewalt lösen zu können. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Mein Name ist Jenny Brown und ich bin die Glucke dieser kleinen Familie hier in der Zuflucht. In letzter Zeit wurden meine Leute von einer Frau namens Dagger und ihren Blutadler-Raidern belästigt. Sie lässt meine Leute hungern und bedroht uns. Du solltest dir die Zeit nehmen, mit meinen Leuten zu reden. Ich bin mir sicher, sie können dir nützliche Informationen über Dagger geben. Echt, ist das sinnvoll, wenn wir... Dann schwing ich wohl mal zum Reden vorbei. Super. Machen wir mal. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst, Schätzchen. Das wird zeigen. Aber am Ende werden wir doch wahrscheinlich Digga auch noch umlegen. Jetzt wird gegessen. Haben wir noch ein Kampfgewehr und ein Rezept. Es ist schön, alle in der Nähe zu haben. Wenn auch auf unterschiedlichen Höhen. Eine Rap-Kröte kann nicht bis hierher springen, oder? Wie drückt es Miss Jenny aus? Man kann nicht immer perfekt erhaltene Kuchen finden, aber man kann immer eine perfekte Erinnerung erhalten. Sid, verzeih uns, wenn wir ein bisschen kratzbürstig sind. Die Leute hungern. Warum wolltest du in Baumhäusern leben? Das ist bestimmt die coolste Bude in der Apokalypse. Ich bin stolz darauf, dass das mein Zuhause ist und diese Leute meine Familie sind. Warum hast du dich Jenny Brown angeschlossen? Ich war von bösartigen Maulwurfsratten umzingelt, als Mitglieder von Miss Jennys Familie mich fanden. Sie haben mich gerettet. Ich dachte mir, ich könnte etwas Schutz gebrauchen. Jetzt müssen wir uns nur noch um Dagger kümmern. Kannst du mir doch über Dagger erzählen? Ich betreibe hier das Lager und muss mich jede Woche mit ihren Lieutenants rumschlagen. Sie haben irgendwelche tollen Raketenwerfer, mit denen sie hier alles ohne Probleme in Stücke sprengen könnten. Sie und diese Blutadler-Raider sind auf jeden Fall zu stark für uns allein. Irgendwer muss etwas gegen sie unternehmen. Ich hoffe, du machst das.
Ja, na klar. Ich muss gehen. Schnapp dir diese Dagger und bring mir mein Insta-Püree zurück, okay? Diese Dagger. Ist aber eine Person eher, ne? Das sieht auch nochmal größer aus hier. Ich starb Kopf. Was haben sie denn hier noch so? Eine Werkbank? Und eine Menge Waffen. So, ich hab Gewehr, das zerlegen wir alles, komm. Wenn wir davon genug freigeschaltet haben, vielleicht macht es nochmal Sinn, eine modifizierte Version sich davon anzugucken. Hier. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Kriegen wir das Zeug noch? So, man zerlegt sie aber nicht automatisch. Was haben wir hier oben noch? Patronen. Gut. Granaten haben wir eigentlich genügend. War kein Hinweis so richtig, wie die Tür abkriegen. Ein Gartenzwerg. Müssen wir noch Gartenzwerge sammeln? Ja. Miss Jenny hat uns zusammengebracht und nichts bringt uns auseinander. Mal gucken, ob wir hier irgendwie gut drauf kommen. Nochmal den. Das war kein guter Sprung, aber wir können auch so sammeln. Blaue Farbe. Ich dachte, jetzt hier ist ein Terminal, aber auch nicht. Nicht funktionsfähig. Nun gut. Ich dachte, diese erhöhte Position wäre gut fürs Jagen, aber die Tiere haben schnell gelernt, sich vor uns in Acht zu nehmen. Können wir dir trauen? Total. Ich mag den Nebel nicht. Selbst bei Dunst sieht man schlechter. Entweder die sagen auf jeden Fall denselben Text. Die Wilden oder die Reds. Lornes Terminal und ein Rezept. Der wird Schlagloch-Pastete. Hallo. Es ist Auto-Unlock. 19.09. Raider Jacken ist fast 2 Stunden lang, bevor meine Tochter Deline das Baumhaus entdeckte. Wir kletterten die Strickleiter hinauf und beteten, dass sie uns nicht folgen würden. Wir kauten uns hin und warteten, bis die Räder unter uns waren. Seid doch mal ruhig hier in der Nähe. Dann eröffneten wir das Feuer. Unsere erhöhte Position verschaffte uns einen massiven Vorteil, sodass wir sie in Sekunden schneller ausschalten konnten. Ich glaube, sie wussten nicht mal, woher die Schüsse kamen. In diesem Moment war uns klar, dass unsere freie Staatengruppe eine neue Heimat gefunden hatte. 21.89. Während der Gedanke, in einer provisorischen Baumfestung zu leben, klug schien, war uns nicht klar, wie viel Arbeit vor uns lag. Caroline meldete sich freiwillig, um zu Gavin McCullers Hütte zu wandern und zu sehen, ob seine Gruppe mitmachen wollte. Vor dem Krieg war Gavin Schreinermeister, also besaß er die Fähigkeiten und Werkzeuge, uns zu helfen. Zum Glück für uns willigte seine Gruppe ein. Mit ihrer Hilfe und Gavins Know-how konnten wir innerhalb eines Tages eine solide Plattform bauen. Wir waren erschöpft, aber Gavin versprach, dass das Beste noch kommen würde.
30.10. Es ist etwas mehr als ein Monat vergangen und unser Traum von einer Baumfestung hat sich in eine ganze Baumhaussiedlung verwandelt. Gavin entwickelte eine Methode, andere nahegelegene Bäume zu nutzen, um eine Reihe von miteinander verbundenen Plattformen zu bauen. Es ist verdammt clever, jeder hätte seine eigene Plattform mit einem Wohnquartier und einem Dach über dem Kopf. Wir wären zwar nah beieinander, aber jede Gruppe hätte dennoch eine gewisse Privatsphäre. Dieses Baumhaus gefunden zu haben, erwies sich als der glücklichste Zufall, der uns je widerfahren ist. Das scheinen sie ganz glücklich zu sein. 19.11. Schüsse und Gavin, der schrie, dass wir von Raidern angegriffen worden, haben mich aus dem Schlaf gerissen. Wir rannten sofort zu den Fenstern und wir erwiderten das Feuer. Wir konnten die Raider in die Flucht schlagen, aber da war es schon zu spät. Wir hatten Darlene verloren. Es war klar, dass unsere Baumhaussiedlung nicht ausreichend Schutz für alle bot. Die Raider würden wiederkommen und wir würden einer nach dem anderen sterben. Also fassten wir den Entschluss, unser Zuhause aufzugeben und weiterzuziehen, um nach einem sicheren Ort zu suchen. Ich werde ein paar Fallen als Andenken zurücklassen, nur für den Fall, dass die Raider zurückkehren, um den Job zu beenden. Als kleine Rache für das, was sie meiner süßen Darlene angetan haben. Okay. Ich überlege gerade, ob das mit der Änderung der NPCs nicht richtig geklappt hat, dass man dieses Terminal noch hat. Oder vielleicht hat man das vorher reingeschrieben. Hier vorher nur Fallen waren. Aber man dann NPCs hinzugefügt hat und dazu keine Fallen mehr hier. So. Nein, das wollte ich nicht. So. Hier wird die Wäsche aufgehangen und hier hat man wahrscheinlich wie eine Art Verteidigungsplattform, jedenfalls einen guten Blick. Was wir machen müssten, wäre halt hier wirklich, weiß ich nicht, mit dem Felsen im Rücken ist natürlich ungünstig. Es ist gut, Wurzeln zu schlagen. Wohl auch im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwie ist wollte ich sagen. Ich vorstelle, dass die hier hausen, die Raider von da oben angreifen, das wäre problematisch. Diese Mottenmann-Kultisten sind mir echt nicht geheuer. Irrer Haufen. Ja, aber man sieht es relativ selten. Sobald die Leute die ersten Kinder haben, brauchen wir Geländer an diesen Brücken hier. Verdammte Blutadler. Als hätte ich eine Schlinge um den Hals. Eine Redkröte kann nicht bis hierhin springen. Oder? Ich versuche jetzt hier irgendwie vernünftig runterzukommen zu dem Netz, mit dem wir reden wollen. Ja. Tut mir leid, dass wir Fremden gegenüber misstrauisch sind. Wie bist du in der Zuflucht gelandet? Miss Jenny hat von den Leuten in Appalachia gehört und sich gedacht, dass das ein guter Ort wäre, um Handel zu betreiben. Diese verlassenen Baumhäuser schienen für uns der perfekte Ort, um unsere eigene kleine Oase zu erschaffen. So können wir unabhängig bleiben und trotzdem problemlos mit den Siedlern Handel treiben. Meistens. Im Wegen Dagger hier, was weißt du über sie? Ich weiß, dass sie reichlich Leute hat und clever ist. Sie kennt unsere Handelsrouten und lässt ständig unsere Karawanen schikanieren. Ihretwegen wollen die Siedler nicht mit uns handeln, da sie fürchten, eigene Leute zu verlieren. Das verstehe ich. Daggers Leute machen es immer schwieriger für uns, die Vorräte anzulegen, die sie bei uns eintreibt. Ich glaube, sie sucht nur einen Vorwand, um uns zu töten. Na gut. Muss los. Ich glaube, von dir kriegt diese Dagger, was sie verdient. Aber ich hätte gedacht, wir hätten schon mit zwei geredet. Dass ich mich mal in der Apokalypse wie zu Hause fühlen würde. Luca, Cola, nee, nur leere Flaschen. Hier ist die Bar. Nee, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Mach hier bei uns bloß keinen Ärger, sonst finde ich dich. Oh, das ist immer ein schöner Gesprächseinstieg.
Woher kennst du Jenny Brown? Mein Partner und ich hatten uns in einem Gebäude versteckt. Dann hörten wir, dass Leute reinkamen und alles absuchten. Wir dachten, wir müssten kämpfen. Aber Miss Jenny nahm uns mit offenen Armen in ihrer Gruppe auf und bot uns einen Platz in der Familie an. Warum lebst du gerne hier? Hoch oben in den Bäumen fühle ich mich sicher. Außerdem passt jeder auf den anderen auf. Wir geben uns Mühe, das Beste daraus zu machen. Wenn du uns hilfst, Dagger loszuwerden, können wir wieder in Frieden leben. Hast du irgendwelche nützlichen Informationen über Dagger? Ich bin kurz nach einer der wöchentlichen Abholungen jagen gegangen und habe ihre Lieutenants verfolgt, um ihr Versteck zu finden. Ich verlor ihre Spur und konnte den genauen Standort nicht ausmachen, weiß aber, dass sie irgendwo im Südwesten sind. Wenn du sie findest, töte sie. Sie und ihre verdammten Blutadler nehmen uns Essen, Wasser und Stimpaks weg. Und alles nur, damit wir weiterleben dürfen. Okay. Hilf uns, damit Dagger das bekommt, was sie verdient. Wie geht's denn so? Ich meine jetzt nicht so viele Hinweise, außer zu sagen, es ist auch im Südwesten. Es ist schön, alle in der Nähe. Braumeister Einkaufsliste. Auch auf unterschiedlichen Höhen. Wir haben ein Riesenproblem. Uns gehen die Zutaten zum Bierbrauen aus. Also John soll bei der nächsten Tour allen vor allem Sachen dieser Liste besorgen. Neue Sachen. Ich bin total verdreckt. Muderbeeren, Zeckenblut, Dosenkaffee, Brahmimilch, Beule und Klingkorn, Schnapprig und Cranberries. Ein paar Sachen davon klingen lecker, andere nicht. Spielen sie ein bisschen Schach? Ein bisschen gemütlich ist es ja, aber auch ein bisschen ungemütlich. Sieht aus, als wird's Regen geben. Eine Mischung. Baurüstung könnte man hier auch platzieren. Jetski hat die auch einer. Ich mag den mit dem Flugzeug nicht. Machen, ist auch noch klar. Ich dachte, diese erhöhte Position wäre gut fürs Jagen, aber die Tiere haben schnell gelernt, sich vor uns in Acht zu nehmen. Das ist hier, das ist die Bar und hier haben sie wahrscheinlich wie so einen Aufenthaltsessensraum. Einer hat hier direkt neben der Bar man kann nicht immer perfekt schön mit Kuchen Bett, finden, Couch, immer eine perfekte Erinnerung erhalten. Balkon, aber halt nach unten. Aber da wurde ich auch. Oh, der hat eine Tür, die er abschließen könnte. Kommt der hier nach unten? Ist mir aber zu außerhalb. Ich würde wahrscheinlich eher so eine Hütte ich mag den Nebel nicht. In der Mitte nehmen. So eine Riesen, aber. Keine Ahnung. Gut. Achso, wie sollen wir wieder mit einer reden? Ja. Mit der Jenny wieder reden. Nehmen wir nochmal. Das dreimal entscheiden, wo wir leben wollen. Große Hütte ist natürlich eher so wie so eine Art. Auch nochmal Gemeinschaftshaus hier, habt ihr auch keine alleine leben. Wollt hier die Hütte zum Beispiel? So, aber jetzt mache ich mal mit ihm. Hoffentlich hat es dir gefallen, uns kennenzulernen. Total, wir sind war super aufregend. Und wollen niemandem Probleme machen. Also, hilfst du uns? Das muss ich wohl... That's the spirit, ne? Das würde ich. Wenn es zu ehrlich ist, aber ich sag natürlich, ich helfe gerne. Oh, danke. Ich wusste doch, dass du nicht nur ein angenehmes Äußeres hast. Sei bitte vorsichtig. Jenny hat uns zusammengebracht. Dagger und ihre Lieutenants sind gefährlich. Das wäre für mich im echten Leben echt auch mal hilfreich. Immer so die höfliche Variante, das zu sagen. Die Elegante. Tut einfach, dass ich so denke. So, da im Südwesten bei. Übrigens, da können wir nicht zur Station Berkeley Springs. Aber was habe ich jetzt groß gelernt von denen? Eigentlich auch nur, dass wir die. Keine Ahnung, wir sollen aufpassen. Wir müssen uns hier nichts holen, oder? Tomat. Immer nur zur Not so eine Sachen.
Mission? Nee. Der legendäre Wechsel. Gegenscheine, ja. Monitor-Cocktail, ja, Klammer. Die sieht ja ein bisschen anders aus hier. Ich leg mal die ganzen Sachen ab, die wir nicht brauchen. Ich zieh noch mal. Aber steht doch wieder ein Roboter. Händlerbot. Mit Bauchlehnen. Eine 10mm Pistole. 160 Bodensafe. Bürostühle. Fatman MIRF. UV-Werfer. Und ein Flammenwerfer. Fusionsgenerator. Ich weiß nicht, Schlossgewehr ist noch nicht. Aber irgendwie habe ich nicht so wirklich groß Lust, das auszugeben. Ich denke, wir finden das immer mal wieder. Und dann kaufen wir uns das und dann haben wir demnächst das wieder gefunden. Wieso hat denn der Raider die mit mir ein Problem? Ja, sonst waren die Raider so halbwegs neutral. Naja. Ich sehe doch hier eigentlich auch diesen Ruf. Nee, nicht Welt verlassen. Stop. Nee, das will ich auch nicht. Da. Die sind misstrauisch, aber jetzt eigentlich nicht feindlich. Und Siedler sind freundlich. Leuchtet schon was auf. Ich glaube schon fast in dem Bereich. Apropos Blutadler, da hatten wir die Aufgabe, bei zwei ein Bein zu verkuppeln. Oben scheint das Lager zu sein. Hier auch. Schleiche wird zwar schön, aber bitte gleich hat sich das hier wieder erledigt. Möchte ich tatsächlich mal was mit. Hat uns hier gleich mitbekommen, ernsthaft? Bitte versteck dich nicht! Ich muss dich doch umbringen! Das unterschlüpft. Raketen mal wieder. Hier auch ein Raketenwerfer dabei. Nehme ich mit, wurde demnächst hier zerlegt. Ich habe jetzt
gar nicht. Warte, doch, den Becher hatten wir noch. Doch, Vorsicht, ist auf jeden Fall noch einer hier. Funktioniert gerade zu gut. Und Asako da eingeschaltet. Guten Abend. Heute nicht mit einem Hello. Ah, wollte ich gerade sagen, das kommt. Eieiei. Das ist manchmal doch ein bisschen, ne? Gatling Plasma. Sieht auch heftig aus. Kampfgewehr. Brustteil. Ein Plasmakern macht man da rein. Schätze ich mal. Simpex haben wir hier noch. Das auch einfach alles zerlegen. Ist ja richtig eine sehr große Siedlung hier. Ach, bei der Baustation kann ich nichts zerlegen. Bin ich ja gar nicht, Asako. Ah, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber du hast auf jeden Fall das A mit dieser Farbe. Das ist schon mal ein Indiz. Morschatzkarte haben wir hier. Weiß ich, wo das sein soll. Dann ist die weiter und eine Schatzkarte. Das ist dieser Abgrund, wo wir gerade erst waren. Gatling-Laser. Jetzt sind wir natürlich überladen. Die alle. Fertig. Da liegt das hier aber trotzdem alles. Energiewaffen. Wir müssen uns auf irgendwas spezialisieren. Bin ich ja Manuel Neuer. Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer sowas jetzt sagen würde. Da sind wir voll reingelaufen, aber so richtig. Und das ist auch richtig übel, MK5, meine Güte. Ja, aber wenn wir mal dabei sind, wenn wir jetzt... Was hatten wir jetzt hier noch gefunden? Baseballschläger, Plasmagewehr. Tatsächlich ein bisschen Munition. Piu, piu, piu. Oh. Nicht schlecht, wie viel Schaden macht das denn? Naja, 41. Naja, nicht so schlecht. Müssen wir doch ein Plasmagewehr zulegen. So. Ich brauche erstmal eine Hirnpilzsuppe und ein bisschen Wasser hinterher, damit die gut runtergeht. Aber ich bin definitiv nur mit einem halben Ohr dabei, da ich nehme meinen Daisy kurz mit. Aber macht er wieder in Gruppe. In der Gruppe. Ist überladen, ja, okay. Du ja eigentlich hier was zum Zerlegen.
Das ist vielleicht das Versteck. Ja. Digga, ist Unterschlupf. Bevor wir den aber gehen, würde ich gerne die Sachen zerlegen. Wir werden doch hier bestimmt irgendwo was rumstehen haben. Nee. Auch heute gerade blöd dran vorbei. Das ist schon der höchste Punkt gewesen. Ich nicht, oder haben wir nicht so einen großen. Ach, das ist so einen großen Propeller. Große Mühle gesehen, die war das. Bei diesem ganzen großen Dorf. Also keine Werkbank hier rumstehen. Generatoren, schön. Nochmal von hier oben. So, irgendwie. Hier saß hier auch nur. Und nicht echt, dass wir bei der Braustation das auch nicht zerlegen konnten. Wir hier nur brauen. Nix. Ich weiß nicht, was wir zur Verfügung gerade haben. Ja, wenn dem nicht so ist, dass wir hier was zerlegen können. Und? Wir haben hier noch nicht. Aber, naja, noch mehr was zum Mitnehmen. Rotpatronen, 10 mm. Teampack. Eine Kiste, müssen wir mal mehr drauf achten, ist so das. Eine Lederrüstung, Stimpack, super. Sagt die Lederrüstung. Nee, nee, nee. Statt der legendären, nee. Auch wenn es besser ist beim Schleichen. Ja, hilft nicht. Haben wir auch reingeguckt. Ja. Dann sind wir da durch, ne? Dann müssen wir hier rein. Hoffen, dass wir es nicht bereuen. Nutzloses Pack! Eine Powerrüstung. Hier ist was zum Zerlegen. Warum versteckst du dich? Ich dachte, wir sind Freunde.
Papa. Nur ein bisschen mit. Eine Rüstung. Ja, das kann man alles zerlegen. Natürlich ein bisschen aufpassen, da hier. Und hier auch ein bisschen welche. Wir können das im Schleichen benutzen. Macht ihr das gerade? Zusätzliche Haken haben wir bekommen, okay. Wir haben nichts bekommen. Am Flinten, da kriegen wir wieder mehr, oder? Ja. Nix, Marinerüstung, auch nix. Doch. Hier das letzte, den Raketenwerfer. Ein Bajonett. Wir wählen Raketenwerfer mit Bajonett. Lederrüstung. Nix, Gatling Laser. Der, wie der. Stabiler, wie da laufen, sieht der Kolben. Das war auch alles noch eine Überlegung wert. Das mal gewährt, denke ich, dass es viele Variationen gibt. Aber das ist dann ein bisschen bei Lust geworden. Hier haben wir auch alles los. Ja, da kommen wir schon wieder besser hin mit dem Gewicht. Visionskern wäre hier noch. Mehr. Hier draußen gibt's nichts Gutes. Überall Fehlanzeige. Alles Scheiße. Noch mehr? Nee. So komisch dahinter. Suche das Gebiet. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Mini-Atombombe nehme ich mal mit. Das kann man gebrauchen. Ich mach direkt mal laden, finde ich. Mal Munition herstellen für den anderen. Und irgendwas wollte ich noch nachladen. Stehen. Das hier. Könnte man, genau hier können wir die gleich noch zerlegen und mal gucken, dass wir gewissen doch Munition wieder davon herstellen. Ach, das ist die Maschinenpistole. Ich dachte, das war eine 10mm. Großes Trommelmagazin. Nee, ich wollte. Stell mal her. Und dann. Munition hier. Blei haben wir gut, Schießpulver müssen wir darauf achten, mal ein bisschen mehr mitzunehmen. Was ist das denn?
Ja. Okay. Kriegst du hier schon gleich mal die Mini-Atombombe? Ja, Fahrer, Raketenwerfer oder was das war. Lebt er noch? Guckt nicht so. Wir haben gleich noch ein paar Raketen, normale. Die sind alle geladen. Aber ruhig die schweren Geschütze raus. Da braucht man Schlüssel für. So, bin gleich wieder da.
So. Da bin ich wieder. Wir müssen weiterhin einen Weg in der Gastronsaal finden. Angedeutet hat sich ja, dass wir einen Schlüssel brauchen könnten. So, Munition hatte ich mir jetzt hier noch. So, wir haben ein bisschen Platz. So, es passt doch nur 52 rein. Na gut. Na gut. Patrone, Automatikpistole. Ich weiß nicht, ob es mir bringt, was bei dem Messer, das noch weiter zu zerlegen, aber. Die auf jeden Fall. Wo da auch die Frage wäre, ob das auch irgendwie für die Maschinenpistole zählt. Ich glaube, das nicht. So, wo könnte man Schlüssel finden? Eigentlich nicht im Gefängnis hier, wenn sie wieder eingesperrt haben. Gab es hier noch so einen anderen Weg, der hier runter ging, bis so ein Rohr? Auf die Toilette. Aber auch nicht so wichtig aus, dass man hier Schlüssel aufbewahren würde. Hier, die nehmen wir noch mit. Stimpack können wir tatsächlich gebrauchen. Die sind nicht mehr. Da brauchen wir mittlerweile schneller, als wir sie finden. Dann ganz gut, dass wir in den letzten. Müssen in dieser Folge ganz gut wieder was gefunden haben. Nichtsdestotrotz sind wir erst bei, naja, 17. Red Erase haben wir ohne Ende. Rumpelsaat. Überlegen. Hier oben sind mehr die Hütten. Hier geht's weiter. Geht mal wie so ein Raum. Ein Tresor. Hier ist so eine Kiste. Mit Haarklammer. Nicht mit einem konkreten Schlüssel. Noch ein Stimpack, was man jetzt so übersieht. Da auch vielleicht? Nö. Okay, jetzt wird es gar nicht so einfach. Was haben wir noch? Und da noch ein Baum. Moment, es wird mir was angezeigt hier. 3. Ist noch eine Falle. Ah ja, okay. Schlüssel zum Thronsaal. Brannerhaus Tagebuch. Tagebuch von Brannerhaus. Nach der Zerstörung von Harper's Ferry zerstreuten sich die Mitglieder der Freien Staaten und die Überlebenden, die bis zu diesem Zeitpunkt die Stadt besetzt hatten. Zwei Flüchtlingsgruppen zogen nach Westen. Die Brüder waren Diego und Jesus Sunday, beide Anhänger der Freien Staaten und meine Wenigkeit nebst Verwandtschaft. Die Sundays waren reiche Prepper. Sie hatten unter ihrem Ferienhäuschen im Wald einen kleinen, aber gut angerichteten Bunker, von dem sie niemandem erzählt hatten. Die Hawks waren einfach nur gewisse Zivilisten, die sonst nirgendwo hin konnten. Früher waren wir befreundet. Vor dem Krieg war ich mit Juan Diego ausgegangen, aber seit es nur noch ums blanke Überleben geht, haben die Brüder uns verstoßen. Unsere Gruppe entdeckte an einem nahegelegenen Berghang eine Höhle. Sie gab zunächst nicht viel her, aber wir haben sie nach besten Kräften bewohnbar gemacht. Es gibt jetzt einen Holzboden, wir holten uns aus den zerstörten Häusern in der Nähe ein paar Möbel. Nicht so viele Annehmlichkeiten wie bei den Freien Staaten, aber genug, um über die Runden zu kommen.
Im Laufe der folgenden Monate kam es zu immer größeren Spannungen. Die Sundays konnten von ihren Vorräten und dem, was sie auf dem kleinen Grundstück neben ihrem Haus anbauten, relativ gut leben. Unsere verzweifelte Gruppe musste sich hingegen alles mühsam zusammenkratzen. Aus den Sümpfen oder wo wir eben sonst etwas finden konnten. Wir verachteten die Sundays wegen ihres versnobten Gehabes. Sie blickten auf uns herab wie auf wilde Tiere. Als unsere Verhandlungen zur Nahrungsverteilung scheiterten, begannen wir damit, das Feld der Sundays zu plündern. Daraufhin errichteten sie eine Mauer und bauten tödliche Fallen, durch die wir ein paar gute Leute verloren. Dann stießen während einer nächtlichen Plünderung jemand eine Laterne um und das gesamte Feld ging in Flammen auf. In den darauffolgenden Kampf kamen so gut wie alle um. Die wenigen Überlebenden unserer Gruppe versuchten noch so viel wie möglich aus dem Feuer zu retten. Unsere Bemühungen, in den Bunker der Sundays einzubrechen, blieben hingegen erfolglos. Jetzt stehen wir ohne Nahrungsmittel und Optionen da und ich fürchte, wir werden verhungern. Ja. So gut alles dann nicht klappt. Hätten wir einfach nur hier rüber gehen müssen. Ein bisschen blöd. So, wir bauen hier wieder schön auseinander. Das hier auch. Und, na gut, für die Rüstung habe ich jetzt gerade nichts hier. Aber dass wir hier ein bisschen das, was wir zusammengebraut haben, auch nehmen. Ein bisschen Wasser dazu, so. Mal gucken, was uns hier erwartet. Riesenwürfe hätte ich ja bereit. So. Keine direkte Konfrontation, sondern ein bisschen Luft. Dead End. Okay. Wir müssen hier leben in ihren Kinderbaumhäusern. Der Gast Lieutenant. Ja, den haben wir doch eben erledigt, oder? Noch einer. Sieh an. Die Bruderschaft hat eine ihrer Marionetten geschickt, um meine Waffen zu holen. Weil ich beeindruckt bin, dass du meine Leute erledigt hast, erlaube ich dir ein paar letzte Worte. Wähle sie mit Bedacht. Woher wusstest du, dass ich zur Bruderschaft gehöre? Waffen? Welche Waffen? Ich bin im Namen der Zuflucht hier. Ach, scheiße. Du hattest keine Ahnung von den Waffen? Auf der Kiste, in der sie kamen, war vielleicht ein Bruderschaftsabzeichen. Aber jetzt gehören sie uns. Lass dir nicht einfallen, hier aufzutauchen und Forderungen zu stellen. Du wirst uns diese Waffen nicht wegnehmen. Klingt eigentlich ganz gut. Wie seid ihr überhaupt an diese Waffen gekommen? Meine Bande und ich trafen unterwegs eine Raider-Gruppe und mir fielen sofort diese kleinen Schätzchen auf. Die Verhandlungen liefen nicht gut und jetzt sind wir die Besitzer. Wer weiß, wie diese Gruppe sie erhalten hat. Und wen interessiert das schon? Ankommen und Dinge vorne ist doch genau das, was bei der Zuflucht gemacht wird, oder? Leben in ihren Kinderbaumhäusern. Oh, ich stelle keine Forderung. Ich biete einen Dienst an. Sie geben mir ihre Vorräte. Ich lasse sie am Leben. Wo es Beute gibt, gibt es immer auch Raubtiere. Wäre ich es nicht gewesen, hätte sicher jemand anderes seinen Nutzen daraus gezogen. Leben in ihren Kinderbaumhäusern. Jegliches Eigentum der Bruderschaft sollte jetzt sofort übergeben werden. Zusammen mit den Vorräten der Bewohner. Wie schon gesagt, die Waffen gehören nicht mehr der Bruderschaft. Ich habe kein Eigentum von ihr. Und sag diesen Siedlern, dass sie dafür bestraft werden, die stählerne Bruderschaft gerufen zu haben. Klingt nach einem
Raketenwerfer. Oder ich habe all deine Leute umgelegt und dich werde ich auch umlegen, wenn es sein muss. Oh, scheiße. Wenn mir eins noch wichtiger ist als meine Sachen, dann mein Leben. Hier, der Schlüssel zu unserem Versteck. Sag deinen Leuten, dass sie sich aus meinen Geschäften raushalten sollen. Frei nach Darwin. Es heißt töten und sterben. Frei nach Darwin. Wer denn hier? So, es ist einfach mehrere Degas Lieutenants. Die Vorräte der Zuflucht. Entspannt eingesammelt. Nichts in diesem Ödland bringt Degas Bande zu Fall. Und das Waffenversteck. Gibt Jenny eine Waffe aus dem SB-Arsenal? Ja, das machen wir. Können die sich besser verteidigen? Nichts in diesem Ödland bringt Daggers Bande. Können wir schnell hinreisen? Ach, so viel dazu. Da zahlt sich die Stärke doch wieder aus. Ist überraschend oft eine Dialogoption. Gar nicht so sehr das Charisma. Also das natürlich auch, aber ich würde es mal Pi mal Daumen 50-50 so bezeichnen. Wo ich finde, es passt gar nicht so zusammen. Ich finde auch hier diese Antwort, die wir jetzt gemacht haben, könnte Charisma-Antwort gewesen sein. Stärke wäre vielleicht eher gewesen, dass wir den Schlüssel nicht hätten suchen müssen, sondern die Tür haben wir aufgebrochen. Ihr Lieber, tut mir leid. Seit wir Daggers Geiseln sind, traue ich Fremden nicht. Stimmt es, dass wir Pflanzen sich nachts im Schlaf aus? Konntest du Dagger schon einen Besuch abstatten? Hier sind deine Vorräte. Ich habe deine Vorräte und diese Waffe. Benutze sie, um deine Leute zu beschützen. Oh, was für eine Waffe. Ich kann kaum erwarten, sie auszuprobieren. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich hat die Bruderschaft nichts dagegen, dass wir sie haben. Ja, wir kriegen bestimmt Ärger. Aber was sollen sie schon groß machen? Wo die... Beziehungsweise Paladin Ramani relativ offen gegenüber solchen Dingen. Es ist nicht wie in Georgia, aber die Luftfeuchtigkeit ist heftig. Mustown, dann gehen wir erstmal, kehren wir erstmal wieder zurück. Wir können auch mal schauen, dass wir dann hier nochmal Minenwaffen herstellen. Ich will es nicht aktivieren, sondern dahin. Direkt rein. Ich sollte Sie was Interessantes gesehen haben, dass du deshalb extra zu mir kommst. Interessant nicht. Eher besorgniserregend. Einen Moment bitte. Ritter Shin erstattet gerade Bericht. Alles ergibt nun Sinn. Das ist und? Meine Mission. War das jetzt der Bericht? Doch nicht. Fort Atlas ist in guten Händen und wir sind gut ausgebildet. Red weiter. Wie gesagt, eine unserer Patrouillen stieß auf einen Lagerraum der Raider. Bevor sie vertrieben wurden, sahen sie mehrere Kisten mit dem Abzeichen der Bruderschaft. Ah, diese Kisten enthalten wichtige Ausrüstung. Wir haben sie nicht genutzt seit... Seit diesem Kampf. Halten wir uns nicht mit Kleinigkeiten auf. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir diese Kisten von den Raidern zurückholen. Wir müssen mit den Leuten in Crater reden. Vielleicht sind die angenehmer als die anderen Raider, denen wir begegnet sind. Willst du diese Ausrüstung etwa wirklich den Raidern überlassen? Reden wir später darüber. Wir haben unseren Neuzugang lange genug warten lassen. Konntest du den Leuten in der Zuflucht helfen? Neue Rekruten. Ja, ich habe Degger dazu gebracht, die Vorräte herzugeben und sie dann zur Zuflucht gebracht. Ausgezeichnete Arbeit.
Du hast die Bruderschaft würdig vertreten. Würdest du erklären, wie du einen Haufen tollwütiger Blutadler überzeugen konntest? Unser Neuzugang hat dein Misstrauen nicht verdient, Ritter. Eine Lösung ohne Blutvergießen ist das Beste überhaupt. Oh, gibt es sonst noch etwas zu berichten? Die Siedler wollen den wieder. Er hatte auch eine Kiste mit Waffen der Bruderschaft. Eine davon habe ich der Zuflucht gegeben zur Selbstverteidigung. Sagen wir mal die Wahrheit, einfach nur zu wissen, was sie davon hält. Er wird das bestimmt nicht gut finden. Die Blutadler auch? Tragen diese Kisten unser Abzeichen? Wenn unsere Waffen auf mehrere Gruppen verteilt sind, ist das ein ernstes Problem. Eines, das der Neuling mit seinem unklugen Geschenk noch verschlimmert hat. Ich unterstütze diese Entscheidung. Die Bewohner werden diese Waffe nicht in böser Absicht gebrauchen. Eine Waffe sorgt für keine Krise. Doch die Raider haben ein ganzes Lager davon. Das dürfen wir ihnen nicht überlassen. Der Shin hatte früher mit den Raidern zu tun? Die Bruderschaft hat Shins Heimatstadt vor einem Raider-Überfall gerettet. Damals hat Ritter Connors ihn bei uns aufgenommen. Seitdem hat es weitere Zwischenfälle gegeben, aber... Dies ist nicht missionsrelevant. Vielleicht kannst du ihn ein andermal dazu befragen. Lass das lieber. Okay. Wo kommen diese Waffen her? Wir haben sie auf unserer Reise durch Appalachia gefunden. Sie wurden uns durch unerwartete Umstände entrissen. Ich sollte nachsehen, ob irgendjemand... Mehr muss ein Anwärter nicht wissen. Ich beantworte hier die Fragen, Ritter. Ich gerade sagen, nimmt sich ganz schön viel raus dafür, dass sie hier ein Geschäft ist. Gute Arbeit. Wegtreten. Dem wir mal irgendwas bald. Mal gucken erstmal, was wir hier kriegen. Ein Hellstorm-Raketenwerfer. Ordnung, lernen, Schatz. Hier habe ich alles, was ich brauche. Jemand hat seine Waffe schon. Es ist halt, dass die Bruderschaft den Raidern jetzt zeigt, was wem gehört. Eine Schulung nötig? Bin gut. So, aber was. Ich wollte was mit Radioaktivität bekannt machen. Ich wollte mal gucken, ob wir sowas finden. Groß- und Schwermeister. Die Wissenschaft hat einst viele Probleme. Die durch Butter. Aber sie, wozu sie noch geführt hat. Rotblendenfällen, Meisterschrubbende. Kaiserapotheke. Runter aus Stimpex, ja, das macht natürlich auch Sinn. Katzenaugen. Nachtsicht. Noch zwei kostet das, okay. Appalachia braucht uns wirklich. Gierresistenz, nee. Das Scheiße, es gibt eigentlich viele Skills, aber man kann echt nur zu wenig mitnehmen, finde ich. So, Photosynthese, das war direkt. Je höher den Radwert, desto größer deine Stärke, auch witzig. Gelehrte Valdez muss meine Powerrüstung noch neu einstellen. Schadensbonus. Unfassbar, dass sich diese Leute immer noch mit Atomraketen angreifen. So ein Wahnsinn. Da, zwischen 6 und 18 Uhr wird Strahlungsschaden langsam geheilt. Das hätte ich gerne. Wenn ich die Nacht durchmache, bekomme ich diese Liste fertig. Und würde fast sagen, dann ist mir das mit Aquaboy egal, dann soll ich da Strahlungsschaden bekommen. Länger unter Wasser. Nee, dann machen wir Aquaboy raus und. Na, von der. Sind wir verbunden. Sonne verwöhnt. Kein Fleisch bewilligt. Okay, perfekt. Wunderbar. Ich könnte das Aquabyte trotzdem noch nehmen und das hier rausnehmen. Wenn ich immer im Vorbleibe, mache ich mir nie einen Namen. Wann kann ich mich endlich mal beweisen? Und sie werden es verringert.
Nahrungsmittel stellen Hunger besser. Dann würde ich das fast sogar noch vorziehen. Jetzt können wir mal erledigen hier. Ich bin es hier langsam leid. Okay. Finden, schützen und bewahren. Aber mit dem Essen war es mal schon ein bisschen schwierig. Vielleicht hilft es jetzt ein bisschen besser. Mal gucken, was er jetzt noch zu den Raidern zu sagen hat. Wir können trotzdem aber noch mal vorher erstmal unseren Schrott lagern. Achso, und ich will gucken, wenn er was kann, dieser Raketenwerfer, den wir schon da jetzt bekommen wieder haben. Putzdienst. Der Dashin hat das auf mich abgesehen. Der Hellstorm, der nimmt auch Raketen. Von der alten Welt können wir viel lernen. Das ist mir jetzt klar. Ihre Kapazität. Ja, aber wenn ich jetzt den auswähle, den Boomstick. Wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen, machen wir hat die gleichen Fehler. Höhere Feuerrad, okay, mehr Präzision. Ich sollte nachsehen, ob irgendjemand Hilfe braucht. Wichtig schlechter. Ne, zerlegt. Ich kann man daraus noch irgendwann mal was Tolles basteln. Irgendwann müssen wir die Raider in Crater unter Kontrolle bringen. Ach, hoffentlich ohne unnötiges Blutvergießen. Ich bin ein Glied in der bindenden Kette, die uns... Du bist da. Gut. Kurz gesagt, eine unserer Patrouillen entdeckte bei den Raidern ein Lager mit gestohlenen, gefährlichen Waffen der Bruderschaft. Dein Auftrag lautet, diesen Lagerraum mit den Waffen für die Bruderschaft zu sichern. Ich stelle einen Trupp zusammen. Wir treffen uns dort. Es ist von hoher Wichtigkeit, dass du dich sofort dorthin begibst. Noch Fragen, Neuling? Ah, wir nerven immer mit Fragen zu den Raidern, wenn wir können. Über welche Waffen reden wir hier nochmal? Ich sollte dich wegen Fahrlässigkeit vermerken. Sei froh, dass mir dafür die Zeit fehlt. Falls du dich erinnerst, dein letzter Auftrag hatte damit zu tun, einen Haufen tollwütiger Blutadler im Besitz militärischer Raketenwerfer auszuschalten. Der gleiche Typ von Raketenwerfer wurde im Besitz einiger Raider aus Crater entdeckt. Das ist natürlich ein Problem. Und wir werden es beheben. Nicht genau dieser Hellfire-Raketenwerfer, oder was? Warum sind dir diese Waffen so wichtig? Wichtig? Meinst du etwa, das ist eine persönliche Sache? Mir geht es um die Mission für die Bruderschaft. Wir haben geschworen, unsere Waffen nicht in die Hände von Zivilisten fallen zu lassen. Jetzt wird es Zeit, diesen Fehler zu beheben. Wie sollen wir mit den Raidern umgehen? Paladin Ramani verbietet einen Angriff ohne Warnung. Wir werden also zuerst versuchen, mit ihnen zu reden. Abgesehen davon haben die Raider bereits deutlich gemacht, dass wir keine Freunde mehr werden. Sie stehlen Vorräte, überfallen Patrouillen und terrorisieren mit Waffen der Bruderschaft die Gegend. Wenn sie nicht kooperieren, sprechen wir ein Machtwort. Sei also kampfbereit. Will ich gegen die Raider kämpfen? Na, eigentlich schon. Ich frage mich, ob die uns dann gar nicht mehr leiden können und gar nicht mehr nach Crater können. Noch eins. Wir müssen erfahren, wo die Waffen herkommen. Wir senden den Raidern eine glasklare Botschaft. Dann wollen sie bestimmt nicht mehr verhandeln. Falls hinterher noch jemand am Leben ist, können wir sie befragen. An erster Stelle steht jedoch die Sicherung der Waffen. Das wäre alles. Wegtreten. Ich lasse nicht zu, dass Atlas das gleiche wie Fort Defiant. Wieso, Richard Walt? Ich mit Ren. Nee, hier ist das. Ich sollte nachsehen, ob irgendjemand provisorischer Vault. Mhm. An einem Ort, der die Kontrolle der Bruderschaft so lange entbehrte, war Chaos zu erwarten. Doch das. Aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Gemeinsam einiges nicht erkundet. Ich könnte von hier rüberlaufen, aber vielleicht auch von der Endkorbbahn hier rüber. Finde ich auch interessant. Ich würde gerne, aber vorher schauen, ob wir hier das reparieren können. Ich bin ein Glied in der bindenden Kette,
die unsere Ordnung aufrechterhält. Beeindruckend, wie viel sie hier trotz der Verbrechen. Aber den Rucksack müssen wir auch noch mal gucken. Moment, Moment. Wir haben Stufe 40 Rucksack. Können aber einen Stufe 50 Rucksack mittlerweile haben. An einem Ort, der die Kontrolle der Bruderschaft so lange entbehrte, war Chaos zu erwarten. Doch das. So, wo haben wir das jetzt? Oh, mein Rücken. Na gut, bringt auch noch fünf mehr. Jüngste, Layla. Sitzt nicht den ganzen Tag über den Tisch gebeugt. Können wir den aber schon zerlegen? Da kommt noch mal was vielleicht? Ritterschin hat das auf mich abgesehen. So, dann will ich nochmal modifizieren. Überall gehen Atomraketen hoch. Hält man die Bombe in Appalachia etwa für ein Spielzeug? So, Werkbank, so. Irgendwann müssen wir die Raider im Crater unter Kontrolle bringen. Der Rest passt so halbwegs. Entrüstung. Null und hier. Auch bei der Militäruniform kann man auch Standardfutter wahrscheinlich. Da gibt es anderes Futter für. Liebe Taschen. Haben wir abgedunkt. Robert Pinier. Noch eine Beschwerde. Shin bringt uns ja. Ah, jetzt hatten wir es in Option umgestellt und sehen, dass das hier besser ist, wenn wir. Was haben wir angelegt? Ich muss Max von meiner letzten Patrouille erzählen. Das wird ihm gefallen. Das kostet ja gar nicht so viel. Das Gewicht verbessert sich auch. Eucom-Interface. Da oben sehen wir die Cam-Dauer. Über 3000 Kilometer Fußmarsch fordern und wir haben jetzt, glaube ich, hier noch was anderes verloren, was ich vorher hatte, glaube ich. Ist doch nicht so gut. So, die hier würde ich eigentlich. Hier habe ich jetzt nichts anderes. Hier habe ich auch nichts anderes. Ja, hier könnte ich jetzt noch sagen, zum Beispiel. Wiegt ein bisschen mehr. Hätte nie gedacht, dass eine eigene Truppe so viel Papierkram erfordert. Die Raider machen schon wieder Ärger. Wir müssen etwas gegen 45. Sie tun. Das ist auch schon, das hat man gekocht, immer hier behandelt. Und oh, er warten, bis wir noch 50er Rüstung finden. Ich bin es hier langsam leid. So, wir haben aber immer noch relativ viel Gewicht, warum? Bringt uns vielleicht Ansehen. Noch eine Atomrakete? Appalachia braucht uns wirklich. Ah, wir hatten hier auch noch eine kurzläufige. Können wir mal transferieren? Hier habe ich alles, was ich brauche. Die nutzen wir ja. Wir aber halt nicht. Unfassbar, dass sich diese Leute immer noch mit Atomraketen angreifen. So ein Wahnsinn. Wir sollten weniger um Fort Defiance trauern und uns mehr um die Zukunft von Appalachia kümmern. Irgendwann bin ich Ritter und zeig den Raidern, wer hier der Boss ist. Was wiegt denn noch so viel? Das ist das Raiderway? Eigentlich nicht so viel, aber immerhin bei so vielen schon ein bisschen. Ich lasse nicht zu, dass Atlas das gleiche wie Fort Defiance widerfährt. Munition vielleicht? Hier haben wir Fusionskern. Wir haben viele Raketen mittlerweile. Die Kartuschen können weg, Kryozellen können weg. Erstmal Kartuschen. Gelehrte Valdez muss meine Powerrüstung noch neu einstellen. Die Fusionszellen können auch weg. Appalachia ist unsere Chance. 208 auch. Das meiste ich mitnehmen hier. Gemeinsam bauen wir etwas auf. Für alle. 5 mm eigentlich auch so. Trotzdem. Ich unter die 200 gekommen. Habe ich noch irgendwas Kette übersehen? Die unsere Ordnung aufrechterhält. Es sind aber einfach nur die von meiner letzten Patrouille erzählen. Granaten und die Raketen, ne?
beeindruckend, wie viel sie hier trotz der verbrannten Seuche wieder aufbauen konnten. Was sie alles erzählen, ein bisschen anstrengend. So, dann gehen wir mal nach dahin. Kein Fleisch bewilligt. Perfekt erhaltener Kuchen zu jedem Arzt. So, dann sind wir bei der Farm. Jetzt kann ich mir, was hier war bei der Farm. Verbrannte? Nee, hier waren Leute sogar. Der was? Du solltest abhauen. Willst du mich loswerden? Ich will nur sagen, dass du hier nichts verloren hast. Du kannst gerne gehen. Seid ihr neu hier? Wie alle hier. Nur, dass wir Wert auf Privatsphäre legen. Da ist was dran. Seid ihr alle wegen des Schatzes hier? Machen nur Ärger. Wir wollten hier ein neues Leben anfangen. Ein ruhiges. So viel dazu. Na schön, dann gehe ich. Mach's gut. Na, ich glaube, dieses Gespräch hatten wir schon mal, aber... Aber, wenn ich hier gerade so sehe, Effekte, haben wir es ausgeruht noch? Nee, gerade nicht. Aber das ja mal schön nehmen für meines Mittagsschläfchen. Dauert jetzt wieder ein bisschen. Ja, man kann bestimmt dann über die Seasons auch irgendwelche Rucksack-Skins noch mehr kriegen oder über einen Atomic-Shop. Das ist natürlich immer interessant. Jetzt haben wir ja so ein rudimentäres Outfit. Vielleicht auch nochmal hilfreich, wenn man es setzt noch für Power-Rüstung oder auch so, überlege ich gerade. Es gab ja so Set-Gegenstände. Die ich auch finde, hier ist Flugzeug. Behalten. S74518. Bestimmt über das gleiche drauf. So, hergestellt hatten wir alles schon, oder? Gibt es hier noch was? Ja. Aber wir könnten mal wieder was trinken und essen. Wir haben hier das Wasser. So, mit der Sonne ist es halt kein Problem. Das geht nämlich wieder weg, wenn ich das richtig sehe. Oben ist noch ein bisschen. Ich mal noch kurz rein. Wie gesagt, jetzt ist es tagsüber. 6:24, aber es war, glaube ich, bis um 6, ne? Zwischen 6 und 18 Uhr, okay. Wollen wir es noch steigern? Passiert da irgendwas? Ja, geht schneller oder was? Schnell geheilt. Ne, 45er Munition haben wir. Das reicht mir schon. Es ist manchmal tagsüber und dann kriegt man sowohl Leben als auch das wieder geheilt. In Ordnung. Aber das sind dann auch so Perks. Dem richtigen Survival-Modus auch entsprechend viel helfen.
so eine Art Turm. Aber nicht wirklich eingezeichnet, oder wir nehmen es noch nicht über Wahrnehmung wahr. Hier haben wir irgendwas. Du darfst zu diesem Turm mal gucken. Also, ob das dieses Signal ist. Das sieht ja aus. Ist ein Eisladen. Der da. Das ist nochmal ein Eisladen. Aber hier soll irgendwas sein. Ändert sich die Musik. Ein bisschen seltsam aus der Baum. Vielleicht taucht auch irgendeine Schatzkarte auf. Wow. Hier sollte wie so ein... wird so eine Art Wurfturm eingezeichnet. Oder Antenne oder was auch immer. Ist hier aber nicht zu sehen. War vielleicht falsch. Gut, dann gehen wir weiter in die Richtung. Zu etwas, was wir zumindest auf der Karte mit Wahrnehmung sehen. Ratschkrone, ja, ja. Was trifft die mich jetzt an oder noch was anderes? Ich muss sagen, hier im Wald sehen wir nicht so viel. Hier ist noch jemand. Ein Siedler. Kann ich am Leben lassen, oder? Das ist kein Ärger. Treffen die vielleicht auf die Straße? Verbindung ist dahinter. Hier gibt es tatsächlich Ice Cream. Gab es mal. Und dann nur noch Kohle. Oder Nebenschaden. So. Da hat er nur. Der sieht auch ein medizinischer Flüssig-Stickstoffspender. Denke ich immer, der hat mehr. Aber der hat einfach nur Stahl. Ah, noch jemand hier? Oder noch was? Lief doch, oder? Lief doch wer? So ein richtiges Eis kann man hier nicht mehr erwarten, oder? Ist auch wieder, ne? Der Teddybär bereitet hier Fisch zu. So, wo war ich? Der hat eine Zigarette gehabt. Also auf jeden Fall irgendwie so ein Fallout-Ding, aber ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und sowohl bei Fallout 4 als auch bei Fallout 3. Was? Das kennen wir schon. Das können wir eigentlich noch für Granaten. Da, das wollte ich eigentlich machen, habe ich vergessen.
Quellschrott, um Aluminium herzustellen. Auch das hat noch nicht so geklappt. Jetzt könnten wir noch so Aluminium haben. Kleiner Schmuder. Splittergranate. Zange. Die Sachen auch nicht, wa? Nur noch eine Kiste. Mit Dünger, Schraube, Stahlsäure. Ja, das mit dem Entschuldigung, Anbauen haben wir auch noch nicht so großartig gemacht. Okay. Ein paar Saves. Was hat der dieser kaputte Laden? Wurde halt mal was verteilt. Wie die Karotte, die könnten wir anbauen. Und meistens verarbeite ich das vorher schon zu schnell zu irgendeinem Karottensaft oder ähnlichem. Okay, ich besorge mal hier auch noch die Papierziele. Was genau heißt. Eine tägliche Quest, okay. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, wenn ich überlege, was ich bei dem nächsten Level abmachen würde, ich wüsste es halt auch nicht so recht. Photosynthese, das mit dem Essen ist eigentlich nicht so wichtig. Könnte ich nur austauschen gegen mehr Lebensregeneration oder mehr Feuerfestigkeit. Rüstmeister wiederverwehrt auch hier. Das würde ich wahrscheinlich hier auch rauskicken. Mehr Rüstmeister machen könnte man dann. Weniger Material braucht. Dazu sagen. Ja, ich weiß schon, es gibt unterschiedliche Skillungen. Vielleicht müssen wir das doch irgendwann angehen, auch wenn ich das nervig finde, das immer umzuändern. Aber klar, auch die Dauer. Hier ist gleich die Farm. Ist noch so ein. Ich denke, es ist noch ein Motten- oder ein Kultisten-Ding. Ich weiß, ob ich da noch hingehe. Was ist da? Könnte sein, dass es noch einige. Auch ein bisschen weg ist. Hier mein Zelt, Klebeband. Hier haben wir tatsächlich noch so eine Art Aufbaute. Da unten ist ein Haus. Sieht man nicht auf der Karte, aber es ist da. Ist auch wieder irgendwer. Noch einer. Irgendwas, irgendjemand war hier noch. Da. Und ich soll mehr durch die Kiste mit Schieß ziehen. Achso, so eine Ziele. Nochmal zurückholen. Aluminium, warte mal. Blech. Auch Platte Aluminiumdose, genau. Dose. Noch aus Medium. Nee, die ist aus Blech.
Dafür Aluminium. Blech. Ist noch Aluminium, Aluminium. Aluminium. Blech. So. Oh, und dann haben wir schon ein bisschen was. Ein Stück, reicht das? Yep. 1000 Punkte und damit haben wir eine Belohnung. Spielersymbol. Ja, schade, ich glaube, jetzt sieht es ja fast so aus, dass wir nur noch diese Besucherteemaschine kriegen. Nicht mehr kriegen. Ich glaube, morgen geht schon die neue Saison los. Plasmagranate kriegen wir. Ist hier irgendwas Naheliegendes mit 15 Supermutantenköpfe? Gartenzwerge, wenn wir zufällig welche finden. Ich stelle eine Granate her, das wäre noch. Aber das bringt nicht so viel, das war eine tägliche, ne? Nee. Also ist jetzt alles identisch, ne? Weil wir die wöchentlichen zurückgesetzt werden. Sonst noch was hier. Nee. Aber was ich nur gucken wollte, war Silber, Gabel, Silber. Es gibt Silber. Wo kamst du denn auf einmal her? Nee, wollte ich nicht. Aber noch Stimpack. So. Das ist der provisorische Vault. Muss ich eigentlich, das ist die nächste Frage, die ich mir da stelle. Das hier sagt was eigentlich nur von der Tageszeit aus, oder? Zwischen 6 und Strahlungsschaden geheilt. Ah, also würde ich sagen, passiert auch drinnen. Ich muss nicht in der Sonne sein. Das sieht hier auch ein bisschen interessant aus. 44er Patronen haben wir auch genug. Oh, und hier wurde ordentlich was angebaut. Ja komm, da decke ich mich noch mal ein bisschen ein. Aber sowas müssen wir auch mal bauen. Anbauen. So, hier sind die Ziele. Die können wir dann auch noch loswerden. Ach, die sollen wir dann aufstellen. Würde ich vielleicht den provisorischen Void erstmal entdecken wollen? Der eher blinkt da. Bam. Daneben. Ja, und das bringt wahrscheinlich wenig, weil das morgen wieder zurückgesetzt wird. Ach, vielleicht ist in dieser Vault auch. Ich weiß gar nicht, ob ich keine Ahnung. Ist auch der Junge vielleicht? Keine Ahnung. Ne, wenn da Raider sind, war er nicht, oder? So, ich guck nochmal zum Schützenverein. Machen wir das mal schnell, sonst vergessen wir das. Stelle die Ziele auf der Anlage auf. Und auf der Anlage waren ja auch noch ein paar Module, wo man gleich wieder Zielübungen machen kann. Das sind so einige, die ich das so sehe. Eine Rakete verbrauchen? Nee, eher lieber. Ich
Ich habe keine Waffe, keine ausgewählt, das ist super. Lass die Zeit, was soll schon passieren, ne? Oh, sie haben mich nicht gleich gesehen, oder was? Guck mal. Oh, okay. Okay, das hat jetzt... Was ist in dem? Habe ich mir fast jetzt schlimmer vorgestellt, so. Airdrop könnten wir auch mal wieder machen. Gucken, was wir hier gefunden haben. Was Wesentliches. Bei diesen vielen lebenden Zielen, so brauchen wir denn da noch die Papierziele. Aber jetzt verstehe ich, was er mit Papierziele meint. Der Ziel aus Papier. Aber so ohne Kontext, ups, komisch. Des Jägers Räder, Powerrüstung und linker Arm. Das wird doch noch wieder rum. Oder ist sie gleich zu legen? Nee, nee, beim Bahnhof. Ich doch gleich loswerden wollen, was soll ich mit so einem komischen Teil? Habe ich es abgeschlossen? Wieder nicht richtig geguckt, was haben wir jetzt hier eigentlich bekommen noch? Stimpack, Patrone, und was ist das Präzisionsschützen noch? Scharfschützengewehr. Plötzlich kostet das Kämpferlegen jetzt. Auch schon mal günstiger. Provisorischer Void. Yes. Jetzt nur noch gleich Ärger, oder? Sieh mal einer an. Wir haben wohl Besuch. Hat die Bruderschaft dich geschickt? Ich hätte nicht gedacht, dass sie dich normal rumlaufen lassen. Ich dachte, die würden alles und jeden in diese Blechbüchsen zwängen. Aber ich sollte nicht auf Äußerlichkeiten achten. Warum stellst du dich nicht einfach vor? Wer ich bin, geht dich nichts an, ignoriere mich, bin nur zufällig vorbeigekommen. Die Stelle in der Botschaft wird diesen Ort in Besitz nehmen. Sollen wir mal ignorieren mich, bin nur zufällig vorbeigekommen. Bist wohl auf einem Spaziergang durchs Toxic Valley über eine mysteriöse Tür gestolpert, ha? Huh? Ich respektiere Abenteurergeist. Was ich nicht respektieren kann, ist das ganze Gefolge von Soldaten der Bruderschaft hinter dir. Dieses Lager und alle materiellen Güter darin gehen hiermit in den Besitz der stählernen Bruderschaft über. Diese Beschlagnahmung geschieht zugunsten der Erhaltung von Technologie und zum Schutz der Menschheit. Eure Einwilligung garantiert eure Sicherheit. Weißt du, ich würde gern mehr über diesen Schutz der Menschheit erfahren. Ein paar nichtsnutzige Raider abzumurksen, ist wohl ein geringer Preis für den Nutzen, den dieser kleine Vault für unsere Spezies hat. Stimmt's? Ich wiederhole, eure Einwilligung garantiert eure Sicherheit. Ich erwarte nicht, dass ein Einzeller wie du das versteht. Werfen wir uns jetzt schon Beleidigungen an den Kopf? Ich bin enttäuscht. Ich hätte erwartet, mit jemand Zivilisiertem zu sprechen bei so einer großen Organisation. Was ist mit dir, Speer? Können wir uns einigen? Oder siehst du das auch alles so eng wie Mr. Regeltreue da? Charisma, du gewinnst so nichts. Willst du hier unnötig Leben opfern?
Wahrnehmung 8. Ihr seid uns in Sachen Rüstung, Waffen und Position unterlegen. Gebt einfach auf. Und wer sagt dir, dass die Plattform, auf der du stehst, nicht mit Sprengstoff versehen ist? Du blöffst. Du hast nicht erwartet, dass wir kommen. Okay, ich gebe zu. Das war ein schwerer Fehler. Ich hätte wissen müssen, dass ich diese Anwärter bei ihren Vorgesetzten ausheule. Lass mir einmal meinen Willen. Dieser Ort bietet uns keinen strategischen Vorteil gegenüber der Bruderschaft. Ihr verbraucht dagegen mehr Ressourcen, um einen Ort zu sichern, der so weit von eurer Basis entfernt ist. Dann sind es also die Waffen, die dir so wichtig sind. Was ist an diesen Raketenwerfern so besonders, dass ein so hochrangiges Mitglied sie persönlich beschaffen will? Keine Ahnung, woher du unsere Befehlshierarchie kennst. Aber es spielt auch keine Rolle. Ihr werdet die Waffen zurücklassen und verschwinden. Sofort. Was ist mit dir? Nimmst du ernsthaft Befehle von diesem klobigen Metallhaufen entgegen? Die Waffen gehören der Bruderschaft. Wir tolerieren keinen Diebstahl. Es wirft ein schlechtes Licht auf uns, wenn ihr mit Waffen der Bruderschaft die Leute terrorisiert. Ich glaube, die Bruderschaft versucht zu vertuschen, dass sie den Fehler gemacht hat, die Waffen überhaupt erst nach draußen zu lassen. Ehrlich, ich weiß nichts über die Waffen. Ich glaube, die Bruderschaft versucht zu vertuschen, dass sie den Fehler gemacht hat, die Waffen überhaupt... Ich würde das zweite bringt vielleicht eine... Wirft ein schlechtes Licht auf uns, wenn die mit Waffen der Bruderschaft die Leute terrorisiert. Vielleicht hat er ja dann Verständnis. Zweifel können wir seit aller erledigen. Terrorisiert? Wir wollen nur überleben. Genau wie alle anderen auch. Währenddessen marschiert die Bruderschaft in Powerrüstung durch die Gegend und bedroht jeden, der ihr nicht gehorcht. Wer terrorisiert hier wen? Wir kehren nach Crater zurück. Das Zeug ist es nicht wert. Nicht so schnell. Sag uns, woher ihr die Waffen habt. Ich rede nicht über Raider-Angelegenheiten auf Bruderschaftsgebiet. Wenn du es wirklich wissen willst, besuch mich in Crater. Keine Sorge, wenn nur einer von euch kommt, schießen wir nicht gleich drauf los. Lasst uns jetzt durch. Ja, das lief doch entspannt wieder. Yes, war das? Okay. Ein Werder der Bruderschaft ist da, noch einer und da der Ritter. So, was sagt Ritterschiff? Der erste Teil unserer Mission ist erfüllt. Du hast dich souverän verhalten, wie es der Bruderschaft gebührt. Wir schließen keine Kompromisse, erst recht nicht mit Raidern. Das war dir bewusst. Wie dem auch sei, die Herkunft dieser Waffen ist weiter unbekannt. Dieser Mann scheint etwas zu wissen. Kitzel es aus ihm heraus. Wie du es tust, ist mir egal. Ist mich nach Crater, ist das nicht gefährlich? Nö, eigentlich nicht. Da sind wir schon mal gewesen. Ist okay, du wirkst irgendwie wütend. Ich dachte, die Raider sind schlimm genug, doch dann hat diese Bestie den Mund aufgemacht und wir haben einfach... Das tut nichts zur Sache, Anwärter. Frag mich das nicht wieder. Seine Power ist ein bisschen komisch, das kann an. Was wird aus diesem Ort? Wir stellen ein paar Protektrons als Wachen auf und bringen die Waffen dann zurück nach Fort Atlas. Danach kann er als Zwischenlager für alles dienen, was unsere Patrouillen im Norden Appalachias finden. Finde raus, woher die Waffen stammen. Das hat oberste Priorität. Je weiter sich diese Waffen verbreiten, desto schwieriger wird es, sie alle zu finden. Okay. Das ist ein... Warum heißt das ja eigentlich provisorische Wort? Ist hier ein richtiger Wort? Hier ist eine dicke Tür auf jeden Fall. Oder eine Holzkiste. Naja. Dann hat man eigentlich ganz gut. Kann sie halt nur auswählen. Bekämpfen. Ein letzter Trip.
Da der Bau unseres eigenen Walls schneller vorangeht als gedacht, haben wir uns für ein paar Vorräte auf eine letzte Tour nach Grafton begeben. Als wir wieder zurückgekommen sind, habe ich einen Bären rumschnüffeln sehen. Ich konnte ihn mit einem Schuss vertreiben, der kommt so schnell nicht wieder. Langsam wird's ungemütlich hier draußen, aber in ein paar Wochen sollten wir fertig sein, das wird schon. Wo wären diese Yarogui, so wie die heißen? Yaogui? Keine Ahnung. Habe ich gar nicht so oft mehr gesehen. Grab. In der Lumpenhut. Band und Teddybär. Sorry. Es ist immer erfordert, aber wirklich so viele moralisch fragwürdige Sachen eingebaut. Muss man es schon so sagen. Macht das Spiel halt auch aus. Für die Serie. Hab einen Brief vom Vortec bekommen, haben gemeint, für uns sei im Vault kein Platz mehr gewesen. Scheinbar sind wir nicht wichtig genug. Ihr könnt mich mal. Ich habe beim Bau dieser scheiß Walls geholfen. Und wer soll die Welt wieder aufbauen, nachdem die Bomben gefallen sind, hä? Daran habt ihr nicht gedacht, was? Diese Vorräte werden sie jedenfalls nicht vermissen. Und was sollen sie schon tun? Mich feuern? Ah. Alles wohl wahr. Also kannst... Fertig sind sie nicht geworden. Das sieht man nicht so... Oder es wurde zerstört. Zerstört. Oh ja. Hier ist wer eingestürzt. Hier ist was eingestürzt. Beim Bau. Das steht hier so und... Zwei andere sind halt auch gestorben. Aber die Tür passt schon mal. Oben war noch eine Werkbank. Zerlegen war schön. Das zerlegen war auch schön. Festungsstarker Verschluss. Dabei haben wir schon ein paar Scharfschützengewehre zerlegt. Vielleicht müssen wir da mal demnächst das doch nochmal genauer angucken. So, sprich mit Pierce in Crater. Okay, wow. Das ist der Weg, wo wir hier rauskommen. Ja. Und dann würde ich sagen, warte mal, wir hatten hier eben den Spieler gesehen. Hier, ne? Genau, nee, war noch ein anderes. Hier. Der hat das eingefordert, okay. Und der hat halt dieses Symbol genommen, was man jetzt über diese Season-Karte. Komm, in Crater. Gehen wir mal hin. Außenbereich. Vielleicht mal. Schätze mal im Außenbereich. Weil es so weit im Norden war. Vielleicht liege ich aber auch falsch. Munch sagte, Aliens hätten die Raumstation zerstört. Ich wusste doch, dass es sie gibt. Jetzt hat die irgendwie eine komische Maske auf. Sie rennen und so für neue tägliche Quests oder so. Aber... Es ist draußen. Es ist schon draußen. Wir wollen schon weit draußen. Hm? Ah, eine Power-Rüstung müssen wir uns echt mal hinstellen, um auch zu wissen, wie das hier funktioniert mit diesen Dingern. Hier, warte mal, das können wir nochmal wegpacken. Irgendwas wiegt trotzdem noch so viel. Habe ich noch irgendwas übersehen?
So, Wasser. Wasser. Operierter Angler. Ist mal den noch. So. Diese Barb ist ein Mist. Wenn du Geheimnisse hast, behalte sie für dich. Müssen wir irgendwie nur weiter rauskommen? Der ist in der Hütte hier auch noch. Nicht innen drinne, sondern irgendwie so. Also in dem Crater direkt, sondern. So mal was extra. Erstaunlich. Crater Einsatzzentrale, okay. Ist ein bisschen abgeschieden. Nicht zu fassen, dass der Ritter hier einfach so reinplatzt. Fühlt sich auch wie der verdammte Erlöser persönlich. Hab's dir ja gesagt. Und immer dreister wird der Ritter auch. Das lasse ich nicht zu. Kennen wir ihre Patrouillenrouten? Ein paar Überfälle sollten sie wieder zurechtstutzen. Wir müssen das später besprechen. Wir haben Besuch. China. Und Piers. Wer bist du? Birk. Okay. Das Setchman ist, dass sie so ein paar Waffen habt. Aber kommen wir nicht direkt hin. Na gut. Na, was sagst du denn? Du bist also echt gekommen? Ha. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass die Bruderschaft hier mit weniger als einem ganzen Bataillon aufkreuzt. Das Leben steckt voller Überraschungen, oder? Und? Was kann ich für dich tun? O ehrenvoller, stählerner Bote. Sag mir, woher die Räder die Waffen haben. Was diese... Du und deine Blechkameraden haben mich dort ziemlich in die Enge getrieben. Hier in Crater sind viele Leute auf mich angewiesen und ich wusste nicht, ob ich sie wiedersehen würde. Also habe ich Prioritäten gesetzt. Und zu diesen Leuten zurückzukehren, war mir wichtiger, als einer Gruppe schwer bewaffneter Tyrannen gegenüber ehrlich zu sein. Wenn du also Hilfe wegen der Sache mit den Waffen suchst, bist du bei mir an der falschen Adresse. Ist das nicht arg stur, Pierce? Wir haben hier einen braven kleinen Sklaven der Bruderschaft vor uns. Das könnten wir ausnutzen. Das haben wir schon alles durchgekaut. Mit der Bruderschaft gibt es keine Kompromisse. Weicht man auch nur einen Millimeter zurück, ist es vorbei. Das wissen wir doch gar nicht. Außerdem hat jeder seine eigenen Motive. Unser Besuch hat vielleicht eines, worüber es sich zu reden lohnt. Nein, ich werde mich auf keinen Verräter verlassen. Das solltest du wissen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Du hast meine Antwort, Anwärter. Und jetzt verziehst du dich lieber. Hey, du, warte mal. Ich muss dir noch was sagen. Na dann, war ja ein bisschen diplomatischer. Kümmere dich nicht um Pierce, er ist stur. So viele moralische Bedenken. Ich sage dir, was ich über die Waffen weiß. Aber nur, wenn du mir auch etwas gibst. Interessiert? Ich will die Bruderschaft nicht hintergehen. Endlich, dass meine Chance in Kübelköpfe so richtig ins Rett. Was willst du denn? Ich will Infos über die Bruderschaft. Aufzeichnungen, Dienstpläne, Korrespondenz. Ihr habt doch Spezialisten für sowas, oder? Übertrage ihre Daten auf dieses Holoband und bring es mir zurück. Dann sage ich dir, was du wissen willst. Ah, das klingt so nach Ärger. Optional, besprich die Situation mit Gelehrter Wilders. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Was hast du mit diesen Daten vor? Wir tun aber erstmal ein bisschen misstrauisch. Da sagt Gott gesagt, jetzt ist er mit ganzer Aufmerksamkeit dabei. Aha. Wir sind mit der Bruderschaft nicht befreundet. Was glaubst du wohl, was wir damit vorhaben? Keine Sorge. Wenn die Bruderschaft wirklich so stark ist, wie sie vorgibt, dann sollte das keine Rolle spielen, oder? Woher weißt du von unseren Gelehrten? Woher weißt du von unserer Einsatzzentrale? Und von dem Vault, wo du Pierce überrascht hast? Wir haben unsere Augen auch überall. Denk dran. Stand auf der Karte.
Zu Pierce wirklich so verraten? Nee, das frage ich nicht. Du kannst, auch wenn es wahrscheinlich aber nur einen Grund jetzt nennen würde. Das machen wir nicht zu Gerrit geben. Okay, dann gehe ich jetzt. Bis dann. Okay, dann können wir ja direkt dahin. Das ist ja kein Problem. Seht das jetzt Ort? Offenbar nicht. Da müssen wir mal extra hin. Aber wir könnten jetzt direkt mit der Gelehrten darüber reden. Bei Heroes of Storm gab es tägliche Quests, ja. Wusste ich gar nicht mehr so genau. Vielleicht muss ich auch mal wieder den Support hatten sie eingestellt, hattest du nicht gesagt, ne? Die Siedler wollen den Wiederaufbau, aber sie blicken nur in die Zukunft. Wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen, machen wir die gleichen Fehler nochmal. Wo jetzt haben sie Plasma-Gewehre hier? Keine improvisierten Waffen mehr? Das ist das neue Ding. Nee, war doch so, ne? Das unterstützen sie gar nicht mehr. Heroes of the Storm. Aha, hier ist noch eine interessante Tür. Täglich bekommst du eine Quest. Aber sie haben es fallen gelassen, oder? Ein bisschen schade ist eigentlich. Und die ganz witzig. Ja, komplett eingestellt. Aber nachdem die drei durchsuchten, ist das immer unser kleines. Ja, das hast du ja schon mal erzählt, genau. Aber was heißt halt, tägliche Quests werden dann immer noch irgendwie generiert und man kann sich dann, keine Ahnung, dann die Sachen davon kaufen oder es gibt noch Server oder sowas. Kommen nur keine neuen Inhalte mehr raus. So muss man sich das vorstellen, irgendwie. Mache ich mir nie einen Namen. Das ist mehr Spaß als so. Wann kann ich mich endlich mal beweisen? Ich fand es hatte auf jeden Fall ein paar interessante Spielemechaniken. Ich überlege gerade, was mir da so auch dran gefallen hat. Die Ältesten können uns viel beibringen. Hoffentlich treffe ich sie mal. Wie soll ich persönlich unsere Geschichte studieren, wenn so viel Wartungsarbeit ansteht? Es war recht einsteigerfreundlich, weil man nicht mit den Gegenständen so gearbeitet hat. Das Ödland ist die Hölle. Und es gab halt. Gab es mehr zu skillen? Ich weiß es nicht. So. Ah, das schien das Holoband auf das Terminal. Ne, wir können zuerst mit ihr reden. Das werden wir auch machen. Reden wir. Vielleicht lernen wir ja beide was. Ja, das Teil da, das guckt sie sich hier an, okay. Braucht deine Hilfe bei einer Sache mit den Raidern. Raider, wie? Wenn sie in etwa so sind wie die, die wir bei der Expedition getroffen haben, dann dürfte die Lage eher unschön sein. Okay, wie kann ich helfen? Wir haben wichtige Informationen, verlangen im Gegenzug aber Informationen über uns. Mhm. Ich glaube, ich verstehe. Bei Daten weiß man nie, was real ist oder nicht. Dazu muss man sie schon selbst gesammelt haben. Ganz ehrlich, ich habe deshalb daran gearbeitet, mein Terminal zu verschlüsseln. Würde jemand Unbefugtes darauf zugreifen, bekäme er falsche Informationen und wäre nicht klüger als vorher. Ich war noch nicht fertig, aber du kannst meine falschen Daten benutzen. Die müssten klar erkennbar sein. Wähl nur nicht die falsche Datei aus. Das sind Raider. Es wäre gar nicht gut, wenn sie uns gegenüber im Vorteil wären. Noch schlimmer, wenn der Ritter erfahren würde, dass ich schuld bin. Alles ergibt Sinn. Das ist mein Ort. Meine Mission. Finden, schützen und bewahren. Okay. Super, danke. Kein Problem. Ich helfe gern. Willst du helfen? Wir haben das Passwort, ja. Lade das Schienas Holoband hoch. Viele Probleme gelöst. Das aber wie gut du sie noch geführt hat. Bei den ganzen neuen Anwärtern brauche ich bald Eigentum Hilfe. Der Raider. Denk nicht mal dran, das anzurühren, wenn du keiner von uns bist. Holoband, Speicher leer.
Terminaldaten herunterladen, Terminaldaten herunterladen, falsche Datei. Ja, das machen wir. In der alten Welt können wir viel lernen. Das ist mir jetzt klar. Falsche Dateien, Übertragung abgeschlossen. Tina Soloband zurück. Ich hoffe mal, das kriegt sie nicht raus. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Finden, schützen und bewahren. So, wie reisen wir direkt zurück? In den Außenbereich. Bisschen besser außenrum. Ja, wieder auch mir denselben komischen Weg am Ende des Tages. Ne? Springen, springen, springen. Das hier Einsatzzentrale ist. Gibt es hier einen direkten Weg? Ne, ne. Schon zu eigentlich. Muss schon irgendwie bis hier unten durch oder so. Mal zurück, das Holoband. Wie schwer ist es, sich an den Plan zu halten? Stör hier nicht. Hast du das Holoband? Hier ohne Ende Informationen über die Bruderschaft. Warum sollte ich das nochmal geben? Ich brauche noch mehr Zeit. Nimm das erste. Gut, danke. Die Waffen stammen aus verschiedenen Quellen. Ein paar haben wir einer Gruppe von Siedlern abgenommen. Wir haben sie auch untereinander gehandelt. Ein paar alte Freunde sind vor einer Weile damit in Crater aufgetaucht. Behaupteten sie erbeutet zu haben. Die haben damit bis zu ihrer Abreise geprahlt, dass sie schwer gepanzerte Typen in die Flucht geschlagen hätten. Keine Ahnung, ob die zur Bruderschaft gehörten. Aber das war euer Logo auf diesen Waffen, oder? Ist mir egal. Jetzt habe ich dir gesagt, was ich weiß. Hoffentlich sehen wir uns nicht wieder. Hey, das hat also gut funktioniert. Ja, wollte ich gleich wissen. Du meinst, die Siedler von Foundation hatten sie auch? So ist es. Vielleicht hatten sie noch mehr, vielleicht auch nicht. Aber sie hatten welche. Die anderen Raider, von denen die Waffen stammen, woher kamen die? Von Westen. Sie sagten, sie hätten Ohio durchquert. Keine Ahnung, wie weit sie noch gereist sind. Haben deine Raider-Freunde sonst noch was über den Kampf erwähnt? Die haben ständig davon geredet. Also habe ich irgendwann nicht mehr hingehört. Aber ich weiß noch, wie sie einen Helm mit einem Einschussloch im Visier rumreichten. Eine Trophäe der Gefallenen. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ändere nicht deine Meinung. Das war ein einmaliges Angebot. Und wir werden niemandem davon erzählen. So sieht's aus. Weiter ist gut funktioniert. Dann müssen wir nochmal mit dem Ritter reden. Aber dem würde ich jetzt nicht einweihen, wenn wir das nicht unbedingt müssen. Sei gegrüßt. Ad Victoriam. Wir müssen etwas gegen sie tun. Ich hoffe, dass dies ein angemeldeter Besuch ist, Neuling. Du bist also aus Crater zurück. Ich erwarte deinen Bericht. So, mach schlecht drauf. Die Raider beziehen die Waffen aus zwei Quellen, vielleicht mehr. Ich hatte auf eine andere Nachricht gehofft. Also gut. Wer sind die Quellen?
Manche stammen von den Siedlern aus Foundation, eine Gruppe Raider aus dem Westen sagte, sie hätten sie im Kampf erbeutet. Verstehe. Und sind diese Raider noch in Crater? Langsamerweise wären sie nur zu Besuch. Dann ist es eben so. Konzentrieren wir uns zunächst auf Appalachia. Mehr kann ich über die Quelle Raider nicht berichten. Hattest du Kontakt mit diesen Raidern? Ohne genauere Infos lässt sich das nicht sagen. Wir haben auf der gesamten Expedition ständig gegen Raider gekämpft. Mehr kann ich über die Quelle der Raider nicht berichten. Und die andere? Manche stammen von den Siedlern aus Foundation. Okay, müssen wir sagen. Na gut. Auch Foundation? Es ist schlimmer als gedacht. Wenn das so weitergeht, handelt bald ganz Appalachia mit diesen Raketenwerfern. Alles nur wegen... Verzeihung, ich habe die Fassung verloren. Wir sollten uns so bald wie möglich Foundation widmen. Valdez muss ich nochmal meine Rüstung ansehen. Über 3000 Kilometer Fußmarsch vor... Was hast du gesagt? Was hat all das verursacht? Diese Information ist nicht für dich bestimmt, Anwärter. Fahr mit deinem Bericht fort. Stellt Foundation wirklich ein Problem dar? Friedlich oder nicht? Zivilisten dürfen zu solcher Technologie keinen Zugang haben. Das kann leicht schiefgehen. Nimm den großen Krieg als Beispiel. Diese Katastrophe war der Auslöser für unsere heutige Mission. Mehr kann ich über die Quelle der Siedler nicht berichten. Das wäre also alles. Das war ein gründlicher Bericht. Die Bruderschaft weiß dein gewissenhaftes Vorgehen zu schätzen. Unser nächstes Ziel lautet Foundation. Paladin Ramani plante bereits, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie dürfte das interessieren. Kein Grund, alles zu erläutern. Ich erstatte später genauer Bericht. Okay, das war alles. Ich erstatte Paladin Ramani Bericht. Wie sind die Waffen der Bruderschaft überhaupt abhanden gekommen? Das wird er weiterhin nicht erzählen, was? Diese Information ist geheim. Nicht jede Operation läuft glatt. Du musst nur wissen, dass wir an der Lösung arbeiten. Schon wieder Putzdienst. Räder haben den Helm eines Ritters erwähnt. Ist jemand Wichtiges gestorben? Der Helm eines Ritters? Das muss... Zwei weitere Ritter brachen mit uns von der Westküste auf. Ritter Thornbury kehrte auf halbem Weg wieder um. Ritter Connors gab sein Leben ehrenvoll im Dienste der Bruderschaft. Zeig angemessenen Respekt, wenn es um ihn geht. Dieser Helm war eine Art Trophäe für sie. Unverzeihlich. Okay, das war alles. Ich erstatte Paladin Ramani Bericht. Ad Victoriam. Okay. Sitzrecht haben wir damit auch erledigt. Was kriegen wir da noch? Und bei Gradaway. Ist ja überraschend. Überall gehen Atomraketen hoch. Hält man die Bombe in Appalachia etwa für ein Spielzeug? Melde dich bei Paladin Ramani. Ramani Foundation. Ja, das machen wir noch. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Haben wir wieder einiges für die Stelle in der Bruderschaft erledigt. Können wir auch weitermachen. Ich überlege auch, ob wir dann nochmal nach Whitespring gucken. Das müssen wir uns auch nochmal genauer hier anschauen. Hoffentlich gibt es bald wieder eine Mission. Aber vielleicht machen wir hier erstmal direkt weiter mit den, mit der Bruderschaft. Wir hier Schlag auf Schlag und ist auch, sind auch immer interessante Gegenden. Jedenfalls soll ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei Fallout 76 und im Nerosot.